everything changes. Hallihallo, Hallöchen. Wir spielen wieder LS17 auf der Fichtelberg mit dem Micha und mit dem René. Hallo. Hallo. Und wir haben schlechte Nachrichten. Sehr schlechte. Wir sind heute zum letzten Mal in Fichtelberg. Die Karte funktioniert nicht richtig. Wir ziehen um. Wir waschen alle Geräte. Wir haben das schon angefangen, der Micha. Der René ist da noch am Waschen. Wir waschen alle Geräte, werden die zum Händler bringen. Der Händler wird den Transport organisieren auf unseren neuen Hof. Und ich werde jetzt euch mal zeigen, was hier alles nicht gut funktioniert auf der Karte, auf der Fichtelberg. Und die beiden machen da eigentlich weiter. Und ja, bereiten eigentlich den Abtransport von unseren ganzen Geräten hier vor. Da fährt es dahin. Genau. Ja, und zwar haben wir eigentlich, jetzt gab es eigentlich ein Update für die Karte. Und seitdem das eigentlich das Update gekommen ist, dachte ich, ja, jetzt sind da die Fehler behoben. Aber vergiss es, wir haben noch viel mehr Fehler drauf. Wir haben hier mit Förderbändern gearbeitet, die nicht stehen geblieben sind. Wir haben Probleme gehabt mit den Charakteren, die doppelt auf der Karte zu sehen waren. Die waren manchmal im Fahrzeug drin und haben irgendwo noch draußen rumgestanden. Also irgendwie gar nicht gut. Dann haben wir schon von Anfang an das Problem hier mit dem Kuhstall. Hier haben wir die Futterstelle, wird nicht dreckig. Ist ja schön, müssen wir sie nicht putzen. Aber gehört ja eigentlich dazu. Aber was eigentlich mein größeres Problem war. Wir haben zwar Misthaufen. Das wird uns auch im Menü angezeigt. Kann ich euch kurz zeigen. Misthaufen haben wir jetzt schon. 9838 Kilo Mist. Aber drin ist überhaupt nichts. Das ist schon mal blöd. Ja, und dann haben wir eigentlich Silage gemacht bei der BGA. Da fahre ich jetzt gerade mal hin. Zeige euch das noch. Wir fahren da noch, wenn ich da nicht hängen bleibe, andauernd. Ah, naja, jetzt muss er ja noch hin. Hier vorne war ja gleich mal was. Hier stand noch ein Baum. Da sind wir immer mit den Traktoren, mit den Anhängern hängen geblieben. Den haben wir eigentlich schon gefällt. Das war auch so ein Problem hier auf der Karte. Dann haben wir natürlich das Problem, wenn wir da am Wald vorbeifahren, damit es nicht mehr flüssig läuft, weil einfach zu viele Bäume da sind und der Rechner da so viel berechnen muss, damit es gar nicht mehr hinterherkommt. An und für sich fanden wir eigentlich die Karte ganz cool. Oder? Ihr von uns? Aber damit wir jetzt so Probleme haben, haben wir uns jetzt eigentlich entschieden, wir ziehen um. So macht es uns keinen Spaß. So können wir das nicht weiter betreiben hier. Unser größtes Problem war jetzt eigentlich die BGA. So, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt auf diesem Wege dahin komme. Ich glaube schon. Ich glaube, ich muss hier rein. Wow. Bei der BGA haben wir nämlich ein Silo, was wir nicht leer bekommen. Es ist einfach verbuggt. Wir haben jetzt natürlich keine Geräte mehr, aber den Bug, den sieht man da hinten noch. Da hängt das Zeug drin. Sind, wie man sieht, Füllstand 7444. Und wir kriegen das nicht weg. Wir können auch das nicht mehr nutzen. Wir kriegen hier nichts mehr reingekippt. Und das war eigentlich der letzte Auslöser, damit wir hier diese Karte verlassen. Wir ziehen um. Wir sagen noch nicht, wo wir hinziehen. Es wird auf jeden Fall cool werden. Wir nehmen die Geräte, nehmen wir mit. Wir fahren alle Geräte zum Händler. Der Händler organisiert den Transport und wir werden die Geräte wieder auf der neuen Karte beim Händler in Empfang nehmen und werden dann eigentlich mit den Geräten, die wir jetzt schon haben, weiterarbeiten. Weil sonst wäre das eigentlich schade, wenn wir das alles verkaufen müssten oder hier lassen müssten. So, der Micha fährt, da kommt er schon. Das sieht schon super aus hier. Ja, wie ihr seht, haben wir da, die Geräte werden gewaschen, die werden vollgetankt und hier zum Händler gebracht. Alles, was wir an Gerätschaften haben, wird hier deponiert und der Händler organisiert den Transport
Von hier aus gehen dann die Schwertransporte auf unsere neue Karte. Ja, ist halt schade, aber ich denke, auf der neuen Karte wird es sicher auch cool werden. Können wir sicher auch wieder Spaß gemeinsam haben, sicher was Schönes machen. Vielleicht gibt es da sogar noch ein paar neue Fruchtsorten, man weiß es nicht. Vielleicht noch ein paar Industriezweige. Es wird auf jeden Fall irgendwas noch dazukommen. Wahrscheinlich mehr, wie auf dieser Karte hier ist. Aber mehr will ich eigentlich noch gar nicht verraten. Ja, wir fahren da nochmal über die Karte, über die schöne Landschaft hier. Das hat mich ja eigentlich so beeindruckt. Deswegen wollte ich eigentlich hier die Karte auch spielen mit den ganzen Hügeln. Riesige Brücken. Damit der Zug mit integriert ist, fand ich eigentlich recht gut. Zwar nicht auf der ganzen Karte integriert, aber wir haben eigentlich noch gar nicht so viel gesehen hier von der Karte. Wir haben eigentlich erst angefangen. Aber es wäre noch Potenzial da gewesen. Aha, hier hinten. Hier geht es eigentlich zum Hof. Kommen wir hier wieder. Wie ihr seht. Ja, einfach schade, damit wir hier nicht mehr weitermachen können. Findet, glaube ich, der Micha und der René eigentlich auch. Ja, leider, ja, schade. War eine schöne Karte, ja. Und ich denke, wir werden da was Passendes jetzt finden. Wo wir dann eigentlich wieder losstarten können. Mit den Gerätschaften, was wir hier schon auf dieser Karte haben. Es kommen nicht mehr dazu. Es sind genau dieselben Geräte, was wir hier haben. Werden wir da wieder einsetzen. Werden ja dahin transportiert. Und werden uns dann den Rest wieder erarbeiten. Wir werden hier noch die Silos leer machen. Wir werden die Felder verkaufen. Dann kommt dann noch ein bisschen Geld rein. Das Geld brauchen wir dann wahrscheinlich zum für den ganzen Transport. Aber boah, hier ist alles voll im Gange. Da sind alle Geräte, sind da schon blitzeblank. Ich werde da dann beiden noch helfen. Wenn wir da alles rüberfahren. Was soll ich als nächstes? Soll ich da schon mich auf den Weg machen? Also die Geräte, die da, wo du jetzt hin müsst, sind den zwei Tandemhängern und da drüben am Radlader, die sind fertig. Okay, dann nehme ich hier da. Oh, habe ich hier, dann nehme ich ja seinen Traktor. Uiuiuiui. Was? Ja, ich lasse ihn stehen. Den Fan darf ich nicht. Ich nehme meinen Radlader hier. Den habe ich jetzt zum Schluss. Eigentlich haben wir den extra für die BGA gekauft und können die BGA eigentlich nicht nutzen. Ich hoffe, er kommt auf der neuen Karte mehr in Einsatz. Wie hier. Hier hat er bloß ein kurzes. Kurzen Auftritt gehabt. Ist eigentlich noch nicht mal richtig eingefahren. Noch 50 Stunden, dann muss er zum ersten Service. Aber bis dahin sind wir hier wahrscheinlich von der Karte verschwunden. Ja, schade, leider. Aber es wird auf jeden Fall weitergehen. Es wird neue Let's Plays von uns geben. Mit dem Micha und mit dem René. Einfach auf eine andere Location. Und ich denke, das wird eigentlich wahrscheinlich auch nicht schlecht werden. Wir versuchen natürlich da eine super Karte zu finden. So, ich weiß nicht, wo ich das denn genau hier hinstellen muss. Der Micha ist eigentlich da, der Experte. Der hat den Traktor da hingestellt. Er stellt ihn daneben. Ja. Stelle ich das auch dahin. Müssen natürlich schauen, wir haben da schon einige Geräte. Der Händler muss da schauen, damit er da auch noch Platz hat. Wir sind ja nicht die einzigen Kunden hier. Vielleicht übernimmt ja den Hof ein anderer, der keine Ahnung hat, wie das da ist. Aber was machen wir damit die Kühe? Die Kühe müssen wir dann auch verkaufen wieder. Ja. Ich werde den dann nochmal Futter reinschmeißen. Hat schon einer gemacht heute. Ja, für die Kühe müssen wir uns noch was einfallen lassen. Vielleicht gibt es da einfach ein. Ja, wir müssen sie eigentlich nicht verkaufen. Wir können sie ja mitnehmen zum neuen Hof.
Ja, mehr als 20 Kühe, glaube ich. Muss ich gerade mal schauen. 22. 22 Kühe. Wenn wir da einen Kuhstall haben, ziehen die Kühe mit um, sage ich mal. Wäre ja eigentlich nicht schlecht. Kommt der Micha da noch mal mit dem Traktor wieder? Wir haben ja dann etliche Ja, Geräte da noch so muss hier rüber zu erstmal die fahren. Traktoren abkoppeln, weil wir brauchen die ja noch für die anderen Geräte. Kriegen wir die Ja, alle weg. wir haben noch die ganzen Grubber und was weiß ich. Genau. So Daher darin. versuche ich erstmal ein bisschen platt zu machen hier. Ja, ich bring den René da schon wieder was Neues. Sehr gut, Er fährt sehr einfach gut. rückwärts. Da hast du noch ein bisschen Lack, oder? Ja, aber wir haben auch noch roten Lack. Das sieht doch blöd aus auf den. Ja, ich nehme den Drescher gleich, fahr den gleich rüber. Na, ich nehme den. Was haben wir denn da alles? Das ist ja eine Riesensache hier. So, ich nehme erstmal den Challenger. Ich glaube, den können wir eigentlich drin stehen lassen. Der ist nicht so schnell, der hat zwar einen Haufen Power. Aber den lassen wir gerade beim Händler denn. So, selbst wenn wir hier alles verlassen, gibt es da noch einen Haufen Arbeit. So, der Häcksler steht eigentlich noch auf dem Feld. Den müssen wir nachher auch noch holen. Ich werde den gleich mal. Wenn ich den Challenger weggebracht habe, werde ich gleich mal den Häcksler holen. Oh. Okay. Und ich kaufe noch auf dem Rückweg gleich noch ein bisschen Lack. Hat da gerade einen Okay. Kratzer rangemacht, der Challenger. Vielleicht kaufe ich ein bisschen Gelb auch. Ja. Soll ich das einfach da hinstellen und du verräumst es oder wie? Ja, stell hin, ich Okay. verräume das dann. Ich werde den René mal noch den Häcksler bringen. Ja, das sind. Eigentlich haben wir schon eigentlich so ziemlich viele Geräte sind da schon zusammengekommen. Einige. Einige. Ja, die ganze Ballentechnik ist ja schon Wahnsinn. Was da noch alles, da steht ja noch alles noch runter, aber das ist eigentlich alles gewaschen, das können wir direkt drüber fahren, glaube ich. Ja. So, den Jeep müssen wir eigentlich auch waschen noch. Die Förderbänder müssen wir noch rüber transportieren. Oh, der René kommt da schon mit dem. Komme ich da vorbei? Nö. Ja, vielleicht. So, ich bring mal den Drescher, den Mähdrescher. Aha, muss er da natürlich Rundumlicht anmachen, damit man mich da sieht, den Fan-Drescher. Da hatten wir erst nicht so ein Bandlaufwerk dran, oder? Zum Anfang und jetzt haben wir das eigentlich gewechselt auf Rad. Dann fährt er 30 km/h. Genau, so war Genau, das. ja. Jo, lasst uns eine neue Karte finden. So, der Micha ist da eigentlich alles schön am Verräumen. Ich brauche noch einen Traktor, welchen kann ich da mitnehmen? Na, nimmst du dir gleich vorne, nimmst du den Dick Marcel Ferguson gleich mit.
Aha, der steht da noch, ja. Ja. Den muss ich gerade wieder zurücknehmen. Wir haben noch einen Haufen Zeug, was wir rüberfahren müssen hier. Fährt plus 50. So fährt denn der plus 50? 400 PS und fährt plus 50. Dafür der fette Reifen. Die Reifen sind zu schwer. Die Reifen sind zu schwer. Genau. Zu viel Abrieb. So, auch der braucht neuen Lack. Schon wieder hängen geblieben. So, ich werde da mal diese ganze Stroh- und Ballenzeugs darüber fahren. Ja, wie gesagt, wir haben da schon einige Gerätschaften. Wir werden das, glaube ich, hier jetzt alles mal rüberfahren. Ich glaube, das würde jetzt zu lange dauern, bis wir da wirklich alles drüben haben. Da haben wir noch den ganzen Tag zu tun. Aber wir machen da weiter und sehen uns dann hoffentlich auf der neuen Karte. Auf dem neuen Hof mit denselben Geräten. Mit denselben Kühen. 22 Stück. Hat natürlich jeder einen Namen bekommen. Die erste Kuh heißt 1 und die letzte Kuh heißt 22. Ja. Klingt zwar komisch. So, ich mach da. Ich stelle sicher wieder irgendwas falsch hin, aber ich glaube, Micha ist gar nicht da. So. Bin gerade auf dem Rückweg. Juhu! Schnell weg! Wo auf dem Rückweg? Ich hab dich ja nie gesehen. Rückweg, also ich komme wieder zum Händler hin. Aha, so. Wow, und dann noch so, der hat der breitere Reifen wie ich. Mach dich platt. Ja, ist vorne noch ein Schild dran. Ja, wie ihr seht, wir haben trotzdem noch Spaß, auch wenn es eigentlich ein bisschen traurig ist. So, wir sind da mit dem Aufräumen bald fertig hier. Auf der Fichtelberg. Wir haben alle Geräte sind jetzt beim Händler. Der René und der Micha bereiten das vor zum Abtransport. Ich wasche gerade noch den letzten Traktor, was wir hier noch im Einsatz haben. Der hat die letzten Geräte rübergefahren, der Marcel Ferguson, und fahre damit zum Händler. Dann schauen wir uns noch alle Geräte eigentlich auf einen Haufen oder mit auf einen Parkplatz, auf einen Platz eigentlich an, was wir da haben, bevor wir sie eigentlich verladen und mitnehmen. Oder der Händler sie eigentlich auf den neuen Hof transportiert mit Tieflader und Schwertransport und was weiß ich. Aber das soll uns ja nicht kümmern. Wir sind hier fertig auf der Fichtelberg. Wir können jetzt da, ich fahre da nochmal eine Runde auf den Hof. Wir sehen, es ist eigentlich alles, alle Geräte sind da leer. Alle Geräte sind da leer, alle Unterstände, alle Garagen, alle Hallen sind leer. Alles ist beim Händler. Wir sind bereit zum Abtransport. So, wir haben die Felder nicht mal mehr abgeerntet. So schlimm war das hier. So, wir haben alles schön ordentlich hingestellt und alle Geräte, was wir natürlich haben hier, werden wir mitnehmen auf die neue Karte. So, da sehen wir schon. So sieht es eigentlich aus. Jetzt muss ich da schauen, der Lademeister oder der Parkmeister hier, Micha, wo ich den Traktor noch hinstellen muss. Aber so sieht es eigentlich aus. Unsere Drescher da, unsere großen Vollernter, unsere ganzen Anhänger. Hier hinten hin, neben dem blauen noch. Ja. Und die ganze Technik kommt alles mit auf den neuen Hof natürlich. Weil das gehört uns. Das haben wir schon gezahlt. Jawohl. Ah, jetzt bin ich nochmal eingestiegen. So. Da haben wir ganzen Förderbändern, die Anhänger,
was da alles mitkommt. Unser Auto, unser neuestes Gerät hier, der Radlader. Die ganzen Vollernter hier. Am Mähdrescher brennt noch Licht. Oha. Nicht damit nachher die Batterie alle ist, denn springt ja nicht an auf dem neuen Hof. So, hier unsere ganze Anbautechnik von den Gerätschaften hier. Ja, ich denke, da ist eigentlich ordentlich was zusammengekommen und das müssen wir eigentlich auch mitnehmen. Weil das ist eigentlich das, eigentlich was wir wollten, mit was wir gut arbeiten können. Und das brauchen wir auch wieder. Ja, ich denke, es hat, oder ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen hier in Fichtelberg. Wir werden uns hier verabschieden. Und wir sehen uns natürlich auf der neuen Karte mit unseren Geräten. Bis dahin, alles Gute und bis bald. Ciao. Bis bald.